Freundinnen und Freunde der Laufdemo, wir möchten jetzt mit unserer Auftaktkundgebung beginnen. Kommt doch am besten alle hier ein bisschen näher zur Bühne, dann versteht ihr auch alles. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Widerstands gegen Stuttgart 21. Mein Name ist Sascha Ebbinghaus von den Parkschützern und ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zur 5. Laufdemo heute hier in Feuerbach. Wie wir bereits gemeinsam in Untertürkheim und Bad Cannstatt gesehen haben, gibt es neben der Innenstadt auch Stadtteile in Stuttgart, die richtig stark betroffen sein werden von den Bauarbeiten zu diesem Projekt. Einem Projekt, dessen Finanzierung weiterhin völlig offen ist, dessen technische Machbarkeit weiterhin völlig unklar ist. Einem Projekt, mit dem bereits heute national und international Projekte bezeichnet werden, bei denen es ganz gewaltig schiefläuft. Trotz dieser offenen Fragen und dem Wissen um dieses Projekt werden die Baustellen weiter vorangetrieben und auch hier in Feuerbach geht es schon ziemlich zur Sache. Und das wird gerade hier noch viel schlimmer. Wir werden heute an den Punkten vorbeikommen, wo gebaut werden soll und wir werden die Auswirkungen auf Feuerbach hören. Ja. Viele Bewohner wissen gar nicht, was sie hier erwartet. Von daher darf ich auch alle Feuerbacher Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich begrüßen, die vielleicht heute das erste Mal auf einer Demo der Parkschützer sind und sich informieren wollen. Bevor wir jetzt hier mit der Auftaktkundgebung und Heinz Wienern beginnen, möchte ich aus aktuellem Anlass noch einmal Sabine an das Mikrofon bitten. Sie ist vom Laufdemo-Team und möchte ein kurzes Statement abgeben. Hallo Sabine. Hallo liebe Leute. Das Laufdemo-Team musste am vergangenen Donnerstag mit Entsetzen feststellen, wie Teile der Bewegung über unsere Laufdemo-Teilnehmer denken. Dies war jedoch nicht der einzigste Grund, dies zu veröffentlichen. Heftige Emotionen machten sich im Team breit. Keiner wusste zu Recht, was er dazu sagen sollte. Von einer Art Schockzustand über Wut bis hin zur Ohnmacht waren sämtliche Emotionen vertreten. Wir sehen es als fatal an, einen Großteil der Bewegung in drei unterschiedlichen E-Mail-Verteilungen zu diffamieren. Die Menschen, welche Woche für Woche auf die Straße gehen, Die Menschen, welche Woche für Woche auf die Straße gehen, sind die Vorzeigeköpfe und Promis der Bewegung und nicht diejenigen, die auf der Bühne stehen. Wir verurteilen dies aufs Schärfste, dass sich manche Menschen herausnehmen, die gesamte Bewegung als äußerst unappetitliches Klientel zu betiteln. Auf den Laufdemos wie auch auf den Montags- oder Großdemos ziehen keine fanatisierte Ältere, weder laut gestikulierend noch Selbstgerechtigkeit ausstrahlend durch die Straße. Uns lag es jedoch absolut fern, einzelne Personen zur Zielscheibe zu machen. Ferner distanzieren wir uns von persönlichen Anfeindungen. Dies war so nicht beabsichtigt. Es gab jetzt vorhin hier Gerüchte, die uns zu Ohren gekommen sind, dass hier heute noch neben unserem offiziellen Demozug Aktionen stattfinden sollen. Die möchte ich hier gar nicht weiter erläutern. Jeder, der dieses Gerücht gehört hat, weiß, denke ich, wovon ich rede. Sollte es da heute etwas in diese Richtung geben, sollte dort etwas passieren, werden wir als Laufdemo-Team keine weiteren Demos ausrichten. Da aber derartige Äußerungen von der angesprochenen Person und diesem Personenkreis schon öfter gefallen sind, wünschen wir uns eine öffentliche Stellungnahme zu den getätigten Deformierungen und fordern des Weiteren von Umkehrbar e.V. entsprechende Konsequenzen zu ziehen und schließen uns auch der Aufforderung dazu des Parkschützerrates an. Laufdemo-Team. So, jetzt beginnen wir mit unserer eigentlichen Auftaktkundgebung und Heinz Wienern von der Feuerbacher Initiative gegen Stuttgart 21. Er wird unter anderem einmal den Bahnhof und das Gelände unter die Lupe nehmen und wichtige Informationen dazu erläutern. Hallo Heinz. Danke. So, geht es? Versteht ihr mich? Ja.
das ist schon mal ganz wichtig. Und noch wichtiger ist, dass es nicht mehr regnet. Und das möge so bleiben bis zur letzten Station auf dem Wartberg. So, jetzt mache ich es offiziell. Liebe Freundinnen und Freunde des Kopfbahnhofes, meine Damen und Herren, ich darf euch und Sie herzlich im Namen der Initiative Feuerbach für K21 begrüßen. Ich begrüße ebenso das Laufdemo-Team an der Spitze, der Organisator Sascha Ebbinghaus. Vielen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Und dafür Applaus bitte. Ich begrüße auch die Menschen, die das Projekt Stuttgart 21 befürworten, weil ich glaube, dass sie mindestens so informationsbedürftig sind wie die Gegner des Projekts. So, vielleicht sind einige unter Ihnen, vielleicht auch ein paar Feuerbacher. Viele werden es nicht sein, weil die Mehrheit dieses Stadtbezirks natürlich das Projekt unterstützt. Komme, was da wolle, sei es auch noch so teuer. Das ist wirklich zu bedauern. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Einen schönen Gruß von Bahnhofchef Rüdiger Grube. Ich bin noch nicht fertig, ich habe gerade angefangen. Dem Chef des Warnprojekts, das wir nicht wollen. Er lässt verlauten, dass mit dem neuen Fahrplan im Dezember dieses Jahres die Fahrpreise erhöht werden. Sicher deswegen, weil er für S21 eine weitere Milliarde braucht. Bei 10,1 Milliarden Euro ist er schon, wenn man die Strecke Wendingen-Ulm dazu nimmt. Zum Auftakt der fünften Laufdemo möchte ich etwas sagen zu einem nicht unwesentlichen Teil des unnützen Milliardenprojekts von Stuttgart 21. Wir stehen sozusagen mittendrin im Geschehen. Wir hier in Feuerbach müssen für das büßen, was am Hauptbahnhof passiert bzw. geplant ist. Hier haben wir es mit dem Planfeststellungsabschnitt PFA 1.5 zu tun auf der Achse nach Cannstatt. Es gibt in Stuttgart genug Leute, die gar nicht wissen, dass Feuerbach direkt mit dem Projekt Stuttgart 21 zu tun hat. In Feuerbach gibt es eine Mehrheit, behaupte ich, die so tut, als wüsste sie nicht, dass sie mit 7 Jahren Bauzeit und vielen Nachteilen rechnen muss, wenn das Projekt umgesetzt wird. Aber hallo, die Flyer, die wir Ihnen bei mehr als einer Aktion in die Briefkästen gesteckt haben, die Presseinformationen, eine ganze Reihe von Veranstaltungen im Bürgerhaus, die Verteilung mehrerer Ausgaben des Tunnelblicks, können doch nicht spurlos an den Befürwortern vorübergegangen sein. Der wahre Grund, Sie ignorieren diese Informationen, Sie beschimpfen uns als Fortschrittsverweigerer, Sie geben sich, wenn überhaupt, mit oberflächlichen Informationen zufrieden. Sie wollen zum Beispiel nicht wahrhaben, was Bahnexperte Christoph Engelhardt nachgewiesen hat, nämlich dass S21 ein Rückbauprojekt ist. Wo ist da der Fortschritt, den unsere Gegner reklamieren, frage ich mich. Im Jahr 1846 wurde Feuerbach an das Schienennetz angeschlossen und bekam ein Bahnhöfle, weil dieses den Anforderungen des aufstrebenden Industriestandorts Feuerbach nicht mehr genügte, wurde im Jahr 1909 ein neuer Bahnhof gebaut. Es ist dieser hier, der seit langem unter Denkmalschutz steht. Aber was macht es schon? Der Denkmalschutz wird ja ignoriert, wie wir das vom Hauptbahnhof ja auch kennen. Der Stadtbezirk Feuerbach hat ungefähr 29.000 Einwohner und 30.000 Arbeitsplätze. Viele Beschäftigte nutzen die S-Bahn 4, 5 und 6, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Sie werden über Jahre viele Nachteile haben, wenn die Bauarbeiten hinter dem Bahnhof beginnen. Sie müssen Zugverspätungen und Zugausfälle und während des Umbaus Provisorien in Kauf nehmen. Feuerbach ist ein kleiner Verkehrsknotenpunkt, könnte man sagen. Hier verkehren die Fernbahnen ICE, TGV und die Regionalbahn allerdings ohne Halt.
Wichtige Verkehrsträger sind die S-Bahn 456 und die Stadtbahn 6 und 13. Nicht zu vergessen die diversen Buslinien, die das Umland bedienen. Dieser öffentliche Personennahverkehr bringt große Pendlerströme mit sich, die sich um diesen Bahnhof herum bewegen. Es sind geschätzte 21.000 Personen, die täglich den Feuerbacher Bahnhof frequentieren, vor allem in den Morgenstunden. Hauptsächlich Beschäftigte in Industrie- und Dienstleistungsbetrieben und viele Schülerinnen und Schüler, die sich auf 4 Berufsschulen mit großem Einzugsbereich auf 2 Gymnasien und auf eine Realschule hier verteilen. Wer von euch mit der S-Bahn zur Laufdemo angereist ist, hat gesehen, was die DB AG schon angerichtet hat. Ins Auge springen die rot-weißen Wagen, die den Mittelbahnsteig halbieren. Man sieht den zerstörten Bahnsteig 3, einschließlich der Bedachung. Wer die Treppe zum Ausgang genommen hat, konnte links die Bretterwand sehen. Sie versperrt den Durchgang zur Siemensstraße, der dauerhaft verschlossen bleibt, verfüllt und zubetoniert werden soll. Das steht noch an. Mindestens 13 Bäume mit Stammumfang von mehr als 80 cm sind im Frühjahr entlang der Siemensstraße gefällt worden. Die ersten von 3 Baustellen ist bereits vergittert worden, das seht ihr da drüben. Da geht's los, das ist aber nur eine von 3. Dafür wurde eine Reihe von Parkplätzen geopfert. Eine zweite Baustelle von 400 Quadratmetern soll in der Siemensstraße hinter dem Bahndamm eingerichtet werden. Die dritte mit 2000 Quadratmetern wird sich rechts von dem Bahnhofsgebäude eingerichtet werden. Und da darf man gespannt sein, wie viel man vom Bahndamm wegnehmen muss, um diese Baustelle, um diese Größe von 2000 Quadratmetern zu erreichen. Die Unterführung für Fußgänger und Radfahrer, die von der Kremser Straße in die Kruppstraße führt, verschwindet ganz wegen des Druckbauwerks für den umzulegenden Fernverkehr, der unter den S-Bahn-Schienen durchführt. Der Gleisverschwenkung und Hilfsbrücken erfordert und mit im weiteren Verlauf in einen neu zu errichtenden Tunnel von 3,2 Kilometern Länge unter den Kindlisberg hindurch zum Hauptbahnhof führen soll. Durch nachgewiesenen quellfähigen Gipskörper, man sagt auch Anhydrit, und unterirdischen Hohlräumen, die Dolinen genannt werden. Ich habe mir sagen lassen, dass das der Tunnelabschnitt ist von den 60 Kilometern, der am meisten von dem Anhydrit und von den Dolinen aufzuweisen hat. Man kann gespannt sein, wie die Bahn oder der Herr Herrenknecht mit diesem Problem fertig wird, wenn es denn so weit kommt. Die Planung der DB AG sieht für die Umgestaltung des Planabschnitts Feuerbach ab 2013, also ab diesem Jahr, insgesamt 10 Bauphasen vor, die im Zeitraum von 7 Jahren bewältigt werden sollen mit allen Konsequenzen. Von den anfahrenden LKWs direkt betroffen sind die Anwohner im unmittelbaren Umfeld des Bahnhofs. Aber nicht minder die Kita in der Stuttgarter Straße 3, da werden wir dann vorbeikommen. Und an der Kita, Sie müssen zudem die lauten Stöße ertragen, die beim Einrahmen der Bohrpfähle zur Abstützung des Druckbauwerks erfolgen. Näheres zu den vorgesehenen Bauarbeiten und deren Auswirkungen erfahrt ihr bei der zweiten Zwischenkundgebung von Eva Dittlich an der Tunnelstraße. Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, seit Jahren wird der Feuerbacher Bahnhof in seinem Inneren vernachlässigt. Dieser Zustand veranlasste die Bahn, vor wenigen Wochen eine Jugendgruppe des christlichen Jugenddorfes CJD zu engagieren, die mit Farbe und Farbrollern anrückte, um in ehrenamtlicher Arbeit wenigstens die Wände des Eingangsbereichs zu streichen. Der Treppenaufgang zu Bahnsteig 1 ist nach wie vor total verdeckt. An dem geschieht seit Jahren nichts. Am 30. November 2012 gab es hier einen schweren Unfall, wie ihr wisst, mit 3 Waggons, die mit Bahnschienen beladen waren. Sie hatten sich in Kornwestheim in Bewegung gesetzt und nur durch die Aufmerksamkeit eines Stellwerksarbeiters in Zuffenhausen, der die Waggons auf das nicht befahrbare Gleis 1a geleitet hatte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Mit Tempo 70 rissen die Wagen den Prellbock weg, schoben sich auf den Bahnsteig 1, die Ladung schoss nach vorne.
Die Ladung schloss nach vorne, demolierte das Metallgitter und das Schutzdach und zerstörte den elektronischen Fahrtanzeiger. Der Unfall geschah in der Früh um 4.05 Uhr, genau eine halbe Stunde später wäre die erste S-Bahn in Richtung Hauptbahnhof gefahren und hätte die ersten Reisenden aufgenommen. Zum Glück war zur Zeit des Unfalls niemand auf dem Bahnsteig. Und wie sieht es heute aus? Trotz Zusage der Bahn fehlt die Bahnsteigüberdachung, ist das Metallgitter nicht repariert und der neue Fahrtanzeiger nicht installiert. Dafür scheint die Bahn kein Geld zu haben und denkt sich, die Reisenden werden sich schon daran gewöhnen. Ein Problem, das der DB AG zu schaffen machen könnte, sind die verseuchten Böden rund um unseren Bahnhof. Ungemach droht vor allem von drüben, von der stillgelegten Hartgrundfirma Schoch, genau gegenüber. Altlasten bis zum Grundwasser, Chromate, Entfettungsmittel wie Tri und Perl, um nur die gefährlichsten Stoffe zu nennen. Feuerbach liegt zwar in der Außenzone der Mineralquellen, aber es ist nicht auszuschließen, dass das Mineralwasser in Verbindung mit diesen Altlasten kommt und in Richtung Bad Cannstatt treibt. Ein weiteres Problem könnte auf die Bahn zukommen, wenn der Trog ausgehoben wird und deswegen die Fußgängerunterführung für immer geschlossen werden muss. Unter diesem Fußgängertunnel fließt nämlich der Feuerbach. Bei einer Infoveranstaltung, an der Eckhard Fricke, der Bevollmächtigte der DB AG für Baden-Württemberg, teilnahm und er auf diese Problematik angesprochen wurde, stellte sich heraus, dass er nicht einmal wusste, wie der Feuerbach verläuft. Als ihm das erklärt wurde und festgestellt werden musste, dass der Fluss auch das Projekt Stuttgart 21 tangieren werde, verneinte er schlicht die Gefahr und behauptete, der Feuerbach sei nicht betroffen. So einfach ist das. Wir hatten ihn zu der Veranstaltung gebeten, auch einen Geologen mitzubringen. Den hat er natürlich nicht mitgebracht. Darüber haben wir uns beschwert und haben gesagt, Herr Fricke, wo ist der Geologe? Da hat er gesagt, ich selber bin kein Geologe. Das war die Antwort. Noch etwas. Seit Jahren gibt es hier keinen direkten barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen. In etwa 100 Meter Entfernung vom Bahnhofsgebäude rechts existiert eine Rampe, die von bewegungseingeschränkten Menschen nicht genutzt wird, weil sie zu abgelegen und zu steil ist. Immer wieder haben Bezirksbeirat und der Stadt Seniorenrat Aufzüge gefordert. Für 2014 hat die DB zwei Aufzüge zugesagt, für jeden Bahnsteig einen, vorausgesetzt, die Gelder werden bewilligt. Ich komme zum Schluss, es fängt doch bedauerlicherweise an zu regnen, aber wir werden durchhalten, rufe ich doch. Das unnütze Milliardenprojekt Stuttgart 21 bringt im Abschnitt Feuerbach für die Reisenden nur Nachteile und für die Bewohner dieses Stadtbezirks viel Ärger. Wir wollen uns halten an Stefan Essel, den alten und leidgeprüften Franzosen, der in diesem Jahr hochbetagt gestorben ist. Er hat uns ein Büchlein hinterlassen, das eine hohe Auflage erreicht hat. Es trägt den Titel Empört euch. Die meisten von Ihnen werden es kennen. Dieser Mann der französischen Résistance gegen die NS-Diktatur hat auf der Montagsdemo am 30. Januar 2012 vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof ausgerufen, Sie müssen weiter auf die Straße gehen. Das tun wir weiterhin. Mutig, fröhlich, kreativ und friedlich. Denn oben bleiben ist 99 Mal besser als einmal unten durch. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Heinz Wienand. Ja, wir haben hier heute die fünfte Laufdemo. An vier Laufdemos hat es geregnet, so auch heute wieder. Ich kann leider die Sache nicht ändern, aber ich finde es trotzdem klasse, dass einige von euch gekommen sind und dass ihr euch davon nicht abhalten lasst. Finde ich sehr gut. Bevor wir jetzt weiterziehen zum Wilhelm-Geiger-Platz zur Rede von Joe Bauer, möchte ich noch auf einige Termine hinweisen.
Erstens, das dritte europäische Forum wird vom 25.07. bis zum 29.07. hier bei uns in Stuttgart stattfinden. Und zwar bei den Wagenhallen. Dort endete bereits unsere zweite Laufdemo. Widerstände gegen unnütze und aufgezwungene Großprojekte werden sich dort treffen und sich vernetzen und austauschen. Der zweite Termin, die Cannstatter machen am Sonntag, den 14.07. ab 15 Uhr eine Demo gegen den geplanten Abriss der Parkbrücken. Treffpunkt ist die Haltestelle Mineralbäder. Eine Demo geht über den Leutzesteg zum Schloss Rosenstein und anschließend über den Elefantensteg und den Holzsteg zum Seiler Vasen. Es wird Redebeiträge geben von Professor Roland Ostertag, Klaus Gebhardt und Fritz Mielert. Dann der dritte Termin zum Thema Afrika umschließen. Keine ausländischen Militärbasen, weder in Deutschland noch in Afrika, wird es ebenfalls Veranstaltungen geben, und zwar am 1. Juli um 20 Uhr im Forum 3 in Stuttgart. Am Sonntag, den 14.07. auch um 15 Uhr auf dem Karlsplatz in Stuttgart und am 15.07. wieder um 20 Uhr im Forum 3. Noch eine organisatorische Sache. Unsere Versorger, da drüben stehen sie, werden bei der Abschlusskundgebung wieder dabei sein. Ja, und jetzt ziehen wir weiter zum Wilhelm-Geiger-Platz, dort die erste Zwischenkundgebung mit Joe Bauer. Bis gleich. Thank you.
Aber was ihr mal gemacht habt, meine ich, sonst wird es nicht genannt.
Freundinnen und Freunde, ich darf euch herzlich begrüßen hier am Wilhelm-Geiger-Platz. Zu unserem nächsten Redner, den ich jetzt ankündige, muss ich nicht sehr viel sagen. Es ist Joe Bauer. Und diesen darf ich jetzt auf die Bühne bitten. Hallo, Joe Bauer. Ja, hallo, schönen guten Tag am Stuttgarter Tiefbahnhof Wilhelm-Geiger-Platz. Meine Damen und Herren, heute mache ich mein erstes Auswärtsspiel als Demoredner gegen S21, jedenfalls das erste Auswärtsspiel in Stuttgart. Meistens sind wir am Hauptbahnhof, auf dem Marktplatz oder am Schlossplatz. Und ich danke Ihnen, dass Sie mich heute nach Feuerbach eingeladen haben. Es ist wichtig, dass auch hier Aktionen gegen Stuttgart 21 stattfinden, dass Sie gegen den Größenwahn in dieser Stadt, in Ihrem Stadtteil protestieren, damit die Leute begreifen, nichts würde sich mehr lohnen, als dieses idiotische Projekt einzustellen. Deshalb ist auch diese Aktion heute in Feuerbach ein wichtiger Beitrag im Protest gegen das Milliardengrab in unserer Stadt. Genau. Vermutlich waren einige von Ihnen vor 2 Wochen bei der Großkundgebung auf dem Schlossplatz. Da ging es erstmals um das Prinzip Stuttgart 21, um die Methode S21. Das Motto Stuttgart 21 ist überall, wehrt euch, vernetzt euch, ist neu und es ist richtungsweisend. Wir haben es nämlich satt, dass die Verschleierungspropaganda der Politik, auch der Berliner Politik, den Menschen in der Republik immer noch unterzujubeln versucht. In Stuttgart gehe es nur um einen Bahnhof. Die Wahrheit ist, in dieser bis heute reichen Landeshauptstadt reißen immer mehr internationale Investoren die Stadtplanung an sich. Hinter dem Bahn- und Immobilienprojekt S21 steht allein die Strategie der Profitmaximierung. Und das nennen wir das Prinzip Stuttgart 21. Und diese Methode, diese Strategie, diese ökonomische Strategie spiegelt sich in anderen Großprojekten deutscher und europäischer Städte. Ich bin nicht so anmaßend, aus meiner beengten Perspektive Parallelen mit Istanbul zu ziehen. Das Demo-Motto Stuttgart 21 ist überall, stand lange vor den Ereignissen in der Türkei fest. Klar ist aber, dass wir solidarisch sind mit den Türkinnen und Türken gegen die brachiale Gewalt der Staatsmacht. Und Sie speziell, meine Damen und Herren, wissen ja längst, dass die Welt zusammengerückt ist. Denken Sie an die Mauserstraße und an Ihr klein Istanbul von Feuerbach. Von der Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21 habe ich einiges gelernt. Wer die Wahrheit hinter dieser Steuervernichtungsmaschinerie sucht, darf sich nicht eingleisig orientieren. Selbstverständlich müssen wir nach wie vor den Planungsmurks von S21 aufdecken und die Lügen entlarven. Gleichzeitig aber müssen wir uns mit den sozialen Baustellen beschäftigen, die vom Bahnhof wegführen und uns vor neue politische Herausforderungen stellen. Wir dürfen nicht hereinfallen auf das Propagandaprinzip Merkel-Geißler. Ihre Täuschungsstrategien kennen wir seit den Schmierenshows des sogenannten Schlichtungsfernsehens. Da ging es immer nur um die Technik, nie aber um die ökonomischen Machenschaften, die dahinter stecken.
Und ganz ähnlich lief es beim Stresstest. Der Bahnhof, diese Ruine neben dem umgepflügten Schlossgarten, ist heute ein Symbol für gefährliche, für bedrohliche Entwicklungen. Ein Sinnbild für Stadtzerstörung, für Immobilien- und Bodenspekulationen in großem Stil. Und wer in diesen Tagen an diesem Bahnhof Torso vorbeikommt, lernt einiges über diese Stadt. Das neue Stuttgart ist ein Rohracker. Und manche glauben immer noch, der Einzug grüner Regierungspolitiker in die Villa Reitzenstein sei ein Erfolg im Kampf gegen die Stadtzerstörung. Man könne aus dem Protest jetzt aussteigen und sich zum Schnarchen aufs Sofa legen. Wer so denkt, muss dringend geweckt werden. In dieser Regierung sitzen Mitmacher und Wegschauer. Die einzige Oppositionsbühne, die wir auf Landesebene noch haben, ist die Straße. Und dort kämpfen wir um mehr Demokratie. Meine Damen und Herren, der Torso des Paul-Bonatz-Baus ist nicht nur ein Stuttgarter Mahnmal. Der Architekturkritiker Dieter Bartetzko von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat kürzlich in einem Aufsatz über deutsche Großprojekte den wahren Charakter der Politiker und Manager beschrieben, nämlich, ich zitiere, als ein Gemisch aus Geldgier, Verantwortungslosigkeit, Überforderung. Und sein Artikel endet mit den Worten: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, und dem zornigen Fazit: und wir sehen tatenlos zu. Und mit dem letzten Satz hat er ausnahmsweise mal nicht recht. Wir in Stuttgart schauen nämlich nicht zu, wie Profiteure die Stadt vereinnahmen, wie die Geldgierigen die Leute aus der Stadt hinausbauen. Wir gehen auf die Straße. Inzwischen erleben wir ja, was auf dem Immobilienmarkt im Umfeld von Stuttgart 21 läuft. Das leistungslose Geschacher der Investoren bringt uns mehr Einkaufszentren mit bescheuerten Namen wie das Gerber oder Milaneo. Es bringt mehr Schmutz und mehr Dreck in die Stadt an der Tübinger Straße hinter dem Bahnhof. Es bringt uns ein Luxushochhaus mit dem dämlichen Namen Cloud Number 7 und ein Reichenquartier mit der peinlichen Adresse Killesberg-Höhe, wohl als soziale Abgrenzung zur Killesberg-Tiefe. Es ist doch kein Zufall, wenn Immobilieninvestoren gleichzeitig an verschiedenen Orten der Stadt Einkaufszentren und konfektionierte Luxuskästen hinstellen und in Stadtteilen die Mieten so drastisch steigen, dass die Existenz vieler Menschen dort inzwischen gefährdet ist. 20% beträgt nach Auskunft des Statistischen Landesamts der Anteil der Stuttgarter Bevölkerung, die man als armutsgefährdet einstuft. Das bedeutet, jeder Fünfte in dieser reichen Stadt kann seine Existenz nicht mehr selbst bestreiten, oft nicht einmal, wenn er voll arbeitet. Der Anteil der Armen in Stuttgart ist in den vergangenen 2 Jahren extrem gestiegen. Und besonders gefährdet sind Rentner, alleinerziehende Frauen, Kinder und Jugendliche. Es ist ein altes Märchen, wenn behauptet wird, in Stuttgart gäbe es weniger Arme als in anderen deutschen Großstädten. Wir haben längst gleichgezogen. Und wir dürfen nicht länger der Propaganda glauben, der eine Steuertopf habe mit dem anderen Steuertopf nichts zu tun.
Wenn Milliarden für ein Großprojekt und den Rückbau eines glänzend funktionierenden Kopfbahnhofs vergraben werden, fehlt das Geld dort, wo wir es tausendmal dringender bräuchten. Die Beschäftigung, die Auseinandersetzung mit dem Prinzip Stuttgart 21 klärt uns auf, wie überall in der Republik Steuergeld verschleudert und verzockt wird, wie Geld von unten nach oben verschoben wird, wie Lebensqualität zerstört wird. Und wir haben die verdammte Pflicht, uns den Wirtschaftslobbyisten der Parteien in den Weg zu stellen. Denn wir wissen, was sie tun. Und sie sollen wissen, dass wir etwas dagegen tun. Das Motto Stuttgart 21 ist überall bedeutet, wie die Menschen anderer von Spekulanten vereinnahmten Metropolen fordern auch viele S21-Gegnerinnen und Gegner ihr Recht auf Stadt. Sie wollen die Stadt für alle. Und dafür gehen sie auf die Straße, damit dieses ohnehin verschandelte Stuttgart nicht vollends seinen Charakter und seine Identität verliert. Und deshalb wollen wir unsere Kräfte bündeln und uns mit den gleichgesinnten Menschen in anderen Städten zusammentun. Zorn allein genügt nicht. Zorn muss politische Folgen haben. Das Motto Stuttgart 21 ist überall: Verwehrt euch, vernetzt euch, wehrt euch, öffnet uns die Türen zu anderen Kräften der außerparlamentarischen Opposition. Und die Erfahrungen nach der jüngsten Demo auf dem Schlossplatz waren gut. Wir hatten gute Gespräche in einer sehr angenehmen Atmosphäre mit den Leuten aus anderen Städten, aus Hamburg, aus Frankfurt, aus Berlin und auch aus Italien. Und dazu zitiere ich den Regisseur und Stuttgart 21-Gegner Volker Lösch. Es ist seine Botschaft an alle Zweifler. Es geht beim Prinzip Stuttgart um eine ungeheure Kraft, um eine faszinierende Aufbruchsenergie, die große Möglichkeiten bietet. Den Zögerlichen aus den eigenen Reihen entgegnen wir. Nein, es ist kein Gemischtwarenladen, den wir hier präsentieren. Nein, die Prinzip Stuttgart 21-Debatte lenkt nicht ab vom Kampf gegen den Bahnhof. Das schiere Gegenteil ist der Fall. Wenn wir das Prinzip beschreiben, eine Methode benennen, können wir die Potenziale unserer Bewegung entscheidend erweitern. Wenn wir das große Thema solidarisch und klug vernetzen, gibt uns das Kraft und Mut für die Bekämpfung des kleinen Themas. Wenn wir das Überregionale gemeinsam angehen, bekommen wir für das Lokale die nötige Rückendeckung, und zwar auch von außerhalb. Und diese Sätze gelten auch für den Protest in den Stuttgarter Stadtteilen, für den Protest in Feuerbach. Meine Damen und Herren, bewahren Sie sich Ihr Stehvermögen, Ihre Energie und Ihre Courage für eine Zukunft unter dem Motto Stuttgart 21 ist überall. Wehrt euch, vernetzt euch! Und Ihnen, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, Ihnen allen in Feuerbach muss es doch eine große Freude sein, wenn Sie auf den Talkessel hinunterschauen und von Herzen und voller Stolz sagen können, wo wir sind, ist oben. Vielen Dank und tschüss. Ja, vielen Dank, Joe Bauer, für deine deutlichen Worte.
Wir haben gerade festgestellt, und das ist auch schon in Untertürkheim so gewesen, dass immer, wenn wir in Bewegung sind, dass es dann nicht regnet. Und wenn wir eine Kundgebung haben, dann regnet es. Von daher würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach schnell weiter. Wir werden jetzt da vorne in die Grazer Straße biegen, hier vorne unter diesem Haltestellenkonstrukt hindurch, dann in die Grazer Straße und dann links in die Stuttgarter Straße einbiegen und von dort aus nach rechts in die Tunnelstraße bis zur Linkskurve bei der Grünfläche. Dort wird auch das Frontbanner selbstverständlich dann zur Orientierung anhalten. So, jetzt ziehen wir weiter und wir sehen uns dann wieder in der Tunnelstraße zur zweiten Zwischenkundgebung mit Hans-Eberhard Dietrich und Thomas Metzger. Bis gleich.
Zwischenkundgebung.
Als nächsten Redner darf ich ankündigen Herrn Thomas Metzger. Schön, dass Sie hier sind. Was mir gerade mal auf dem Weg gehen, auf dem kleinen Fallstück so durch den Kopf gegangen ist, bei dem Wetter, das heute ist, und wir sind von der letzten Kundgebung bis hierher eigentlich nicht weniger geworden, wie ich das hier gerade sehe. Ihr alle könnt von euch ganz sicher sagen, ihr seid keine schönen Wetterdemonstranten. Ihr habt verstanden, wie ernst die Sache ist. Applaus für euch selbst, bitte. Und jetzt zum Fenster. Ich bin kein erprobter Kampfredner wie Joe Bauer, aber ich gehöre zu den direkten Betroffenen hier in der Tunnelstraße. Als wir hier 1999 herkamen, war Stuttgart 21 aus guten verkehrswirtschaftlichen Gründen klinisch tot. In dem Zustand, in dem wir uns das Projekt heute gerne wieder zurückwünschen würden. Inwiefern sind wir hier in der Tunnelstraße betroffen? Ich bezeichne die Tunnelstraße immer als eine Straße ohne Lobby hier in Feuerbach. Sie ist hochbelastet, sehr viel Verkehr. Was bedeutet denn Stuttgart 21 hier für diese Stelle? Was bedeutet Stuttgart 21 jetzt hier für die Tunnelstraße? Zum einen, Kabel weg. Wenn hier die Baustelle kommt, dann haben wir hier 24 Stunden. Dann haben wir hier 24 Stunden rund um die Uhr Baulärm, LKWs und jede Menge Helligkeit, Lärm, alles. Es wird hier richtig knackig. Was es aber noch, abgesehen von diesen kurzfristigen Auswirkungen, bedeutet, hier, die Tunnelstraße sollte schon seit über 10 Jahren keine Bundesstraße mehr sein. Es ist hier Wohngebiet, wie Sie hier unten sehen. Die Kinder spielen hier im Verkehrslärm und in den Abgasen. Dieser Zustand wird uns jetzt noch länger erhalten bleiben, weil vorne an der Bossigstraße die Unterführung jetzt einem Veränderungsverbot unterliegt. Das heißt, die verkehrlich schlechte Situation für diesen Teil von Feuerbach verschärft sich noch weiterhin zusätzlich zu der Baubelastung. Was mich auch weiterhin noch ärgert, ich bin schon Gegner von Stuttgart 21 seit 15 Jahren, als ich noch nicht einmal wusste, dass ich hier direkt Betroffener sein würde. Es zerstört unseren Nahverkehr. Was wir hier allein schon erlebt haben an S-Bahn-Ausfällen, das haben wir hier direkt am Straßenverkehr gespürt, das habe ich als Arbeitnehmer wahrnehmen müssen, wenn ich mit der S-Bahn unterwegs war und dann von der kurzen Strecke Feuerbach zum Hauptbahnhof sage und schreibe 35 Minuten gebraucht habe. Dieser Zustand wird sich, wenn Stuttgart 21 eines fernen Tages jemals fertig wird, sogar noch verschlimmern, weil es kein funktionierendes S-Bahn-Notfallkonzept gibt. Stuttgart 21 zerstört unseren Nahverkehr. Stuttgart 21 löst die wirtschaftlichen Probleme von durchsetzungsfähigen Investoren, die in Mappus Hinterzimmern ihre Interessen durchgesetzt haben. Es beantwortet aber keines der Probleme, die hier im Nahverkehr wirklich existieren. Es verschärft sie noch zusätzlich. Betroffenheit von Anliegern einer Baustelle langweilen üblicherweise die Leute, die nicht davon betroffen sind. Aber ich sage, wir sind Belastungen gewohnt. Wir würden auch eine Betroffenheit gerne hinnehmen, wenn sich gerade die verkehrswirtschaftlich wichtigen Aspekte verbessern würden. Und das wäre vor allem das Thema Nahverkehr hier in Feuerbach. Das leistet Stuttgart 21 aber garantiert nicht. Und da ist es besonders betrüblich, wenn man dann noch zu denen gehören muss, die auch hier noch die Belastungen schlucken müssen für etwas, was verkehrswirtschaftlich vollkommen unsinnig ist. Ich habe jetzt die drei aus meiner Sicht wichtigsten Punkte aufgeführt, die eben nicht unmittelbar mit meiner Betroffenheit zusammenhängen, sondern einfach damit, dass hier mit unseren Steuergeldern leider die
die wichtigen Probleme nicht gelöst werden, sondern unser für uns wichtiger, auch ökologisch wichtiger Nahverkehr zerstört wird. Es zieht zusätzlich Autoverkehr in die Stadt herein. Es läuft unseren Wohninteressen hier in Feuerbach total zuwider. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank, Thomas Metzger. Jetzt darf ich hier direkt weitergeben an den nächsten Redner, Hans-Eberhard Dietrich von der Feuerbacher Initiative gegen Stuttgart 21. Herzlich willkommen. Dankeschön. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter für K21, die Umbauten hier im Bahnhof Feuerbach standen bisher ganz im Schatten der Probleme des Kellerbahnhofs, der Mineralquellen oder der Probleme auf den Feldern. Und trotzdem, was hier geschieht, was hier gebaut werden soll, ist absolut nicht harmlos. Denn hier an dieser Stelle beginnt einer der Tunnels. 60 Kilometer werden sie ja dann unter dem Stadtgebiet hindurch schlängeln. Und jetzt kann man leider hier nicht hinuntersehen auf das Gleisfeld. Aber wenn Sie vielleicht nachher links sich umschauen, wenn wir weiter raufgehen, dann sehen Sie, der Bahnhof Feuerbach wird von 4 Gleisen durchschnitten. 2 Gleise für die S-Bahn und 2 Gleise für die Fernbahn. Und jetzt sollen an dieser ganz schmalen Stelle hier, die ist ja nicht arg breit, sollen noch einmal 2 Gleise für den Fernbahn hineingepresst werden. Die beginnen dann im Trog und enden dann im Tunnel. Und der Tunnel beginnt praktisch da, wo es zum Killesberg hingeht. Man braucht also 6 Gleise während des Umbaus. Und erst wenn der Kellerbahnhof fertig ist, dann werden diese 2 Gleise, die dann für die Fernbahn übrig sein. Wie aber soll das Ganze zugehen? Es würde zu weit führen, alle Einzelheiten, was da drüben dann passiert, hier wie die Gleise hin und her geschoben werden, denn die müssen ständig verschoben werden, damit man sozusagen Platz hat zum Bauen. Die werden verschwenkt, heißt es da im Fachjargon. Die Ferngleise, die sind ja auf der rechten Seite von uns aus gesehen hier, und die muss man rübersetzen an die Stützmauer, da hier drüben an der Siemensstraße, wo der Farbdrucken steht, das ist die Siemensstraße. Straße. Und dann wird das denkmalgeschützte Eingangstor von der Siemensstraße auch verschwinden. Und im Zusammenhang mit dem Neubau der Mauer gibt es auch eine neue Personenunterführung durch den Bahnhof durch, denn die 2 jetzt bestehenden werden geschlossen. Und dann beginnt der am Tunnelbund, also hinten beim Killesberg, beginnt man ein Stück Tunnel zu bauen und dann den Trog. Und dazu wird das eine Gleis der Fernbahn noch weiter rausgeschoben, das andere weiter reingeschoben auf den Bahnhof. Und dann hat man Platz für den Trog, wo dann die 2 Ferngleise für die Fernbahn im Berg verschwinden. Und Sie können sich ausmalen, da wird es eng, wenn man diese 2 Gleise zusätzlich bauen soll. Und das geht nicht ohne Zerstörungen. Und es geht nicht ohne Behinderungen für den gesamten Zugverkehr. Und es geht nicht ohne Belästigungen mit Staub, CO2, Lärm für die 30.000 Einwohner von Feuerbach. Und zwar, der Herr Metzger hat es ja schon angedeutet, es geht Tag und Nacht und an den Wochenenden auch. Fangen wir mit den Zerstörungen an. Zerstörungen an den denkmalgeschützten Bauteilen, ich hatte es ja schon erwähnt. Zerstörungen an den Bahnsteigen, der frühere Bahnsteig 3 ist schon abgerissen. Der Bahnsteig 2, wo man also ankommt von der Stadt her, der wird auch auf die Hälfte reduziert. Dann, man sieht es drüben schon, da sind der ganze Hang ist abgeholzt, die Gebüsche sind entfernt und hier an diesem Hang, vom Bahnhof her aus gesehen, werden auch die Büsche vollends entfallen und damit natürlich das Revier für viele, viele Vögel. Aber es geht noch weiter. Das Gleisvorfeld, der Schotterbereich neben den Gleisen, ist nicht einfach totes Gelände, sondern belebt von vielen, vielen Kleinlebewesen, die sich hier eingenistet haben. Hier wohnen zahlreiche Arten von Nachtfaltern, Heuschrecken, Wildbienen, Sandschnecken und vieles andere mehr. Und dieses Revier für die vielen 100, vielleicht sogar 1000 Tiere werden verschwinden. Es heißt dann so in dem Bahndeutsch,
Sie werden vorübergehend für den Bau von Tunnels in offener Bauweise in Anspruch genommen werden. Und beschönigend spricht man dann von Ausgleichsmaßnahmen, und die bestehen darin, dass man im Mussenbachtal, das ist da hinten bei Mühlhausen, irgendwohin grob Schotter hinschüttet, und dann hofft man, dass sich so eine Population, wie es hier auf den Gleisen war, dort vielleicht mal wieder ansiedelt. Nun, nicht so rücksichtslos kann man freilich mit ein paar anderen Bewohnern dieser Gleise hier vorne umgehen. Das sind die Reptilien, die man nach dem Naturschutzgesetz nicht einfach umbringen kann. Sie haben es vielmehr in der Presse gelesen, ein Bestand von vielleicht 100 geschützten Zauneidechsen und Mauereidechsen, die vom Aussterben bedroht sind. Sie haben den Baubeginn verzögert, denn eigentlich sollte nach den Sommerferien hier schon beginnen werden. Das Eisenbahnbundesamt hat die Maßnahmen noch nicht genehmigt. Bravo, kann man da nur sagen, gell? Und die Gutachter der Bahn, die aber anonym sind, haben geplant, diese Tiere mit der Hand einzusammeln. 60 Kilometer weiter in Steinheim an der Mur umzusiedeln. Der BUND hat diese Maßnahme scharf kritisiert, weil es zweifelhaft ist, ob man alle Tiere dabei erwischt und ob die Eingesammelten den Stress der Umsiedlung überhaupt überleben. Denn dort, wo sie hinkommen, dort gibt es schon Reptilien. Und jetzt beginnt natürlich der Kampf um das Revier. Und die, die zum Schluss kommen, die werden natürlich als erste Beute von irgendwelchen Beutegreifern in der Luft. Und ob der Rest, der vielleicht sich ein Revier erschafft, den Winter überlebt, ist ziemlich unklar. Denn beim Berühren von Eidechsen, das wissen Sie alle, da werfen die ihren Schwanz ab, und in diesem Schwanz sind die Fettreserven für den Winter. Soweit die Zerstörungen. Kommen wir nun zu den Auswirkungen. Das größte Problem für Feuerbach und seine Bevölkerung: wohin mit dem ganzen Dreck, der hier rausgebuddelt wird? Es fallen laut Betreiber für Trog, Fußgängerunterführung und Rettungszufahrt 34.000 Kubikmeter Schutt an. Das sind in LKW ausgedrückt etwa 17.000 LKWs. Und geplant ist dass der Aushub beim Nordbahnhof in dem Gelände C2 gesammelt wird und dann mit dem Zug irgendwo hingefahren wird, um dort endgelagert zu werden. Aber jetzt, wie verlassen diese 34.000 Kubikmeter Geröll, Schutt und Erde Feuerbach? Der Abtransport des Aushubs für die neue Personenunterführung, das ist also rechts neben dem Bahnhof, dort wo die Trauerweide ist, da wird also von dem Bahnhof ausgehend eine Unterführung unter den S-Bahn-Gleisen durchgeführt. Und dort soll dann also ein Teil des Aushubs gefahren werden. Er könnte auch grundsätzlich durch den Tunnelmund in Richtung Nordbahnhof gefahren werden, denn dieser Tunnel, der wird vom Nordbahnhof hierher nach Feuerbach durchgetrieben. Aber wann der fertig ist, wird nirgends gesagt. Das heißt, solange der Tunnel nicht fertig ist, wird der gesamte Aushub über die Straßen von Feuerbach entsorgt. Und jetzt sehen Sie hier rechts neben uns die Straßenbahn. Da unten, wo es anfängt, eben zu werden, dort überquert diese Ausfahrt des Rettungszufahrt die Straßenbahn. Und Sie können sich das vorstellen, oder ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das geht, denn die Straßenbahn muss ja angehalten werden, wenn die Laster hin und her fahren wollen. Also diese Rettungszufahrt ist ja eigentlich für Tunnel, für Dinge in der Tunnel gebaut worden, für Katastrophen. Und sie dient während der Bauzeit eben zum Abtransport des Materials. Die Bahn hat versichert, keine Massentransporte, geringe Anzahl von Fahrbewegungen. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit, denn solange der Tunnel nicht fertig ist, müssen die ganzen LKWs über die Straßenbahn vorangetrieben werden.
Die S-Bahn wird weiterfahren, allerdings, wenn es nötig ist, unter Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Das heißt im Klartext, sie wird Verspätungen haben. Und das Gleiche gilt sicherlich auch für die Fernbahn und natürlich für die Straßenbahn. Und die Fernbahn kann sicherlich nicht mehr, wenn die Gleise ständig hin und her geschwenkt werden, mit 100 Kilometer pro Stunde hier durchrauschen. Alles, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist in den verschiedenen Präsentationen und im Planfeststellungsverfahren entnommen. Es sind Planungen. Ob Bertolt Brecht zum Schluss recht hat, wird sich zeigen. Von ihm stammt ja das berühmte Wort: Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan. Gehen tun beide nicht. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Hans-Eberhard Dietrich. So, wir machen jetzt weiter mit unserem Demozug. Ich möchte euch allerdings bitten, wir mussten jetzt hier den LKW so hinstellen, wir müssen jetzt noch kurz die Technik abbauen und die Lokomotive wird bis dahin ein bisschen Musik für uns machen. Dann laufen wir weiter in der Tunnelstraße, schräg rechts in die Siemensstraße, auf der Fahrbahnseite ganz rechts Richtung Pragsattel, nach rechts an der Litfaßsäule vorbei in die Allerichstraße und diese entlang bis zur Maybachstraße, dann nach rechts in die Maybachstraße, nach rechts in die Stresemannstraße, nach links in die Gunterstraße bis zur Wendeplatte, immer dem Frontbanner hinterher und wir sehen uns da gleich. Thank you.
Jetzt zu Wort kommen Herr Rudi Röder vom Netzwerk Killesberg und er wird uns Informationen zum Entrauchungsbauwerk und auch nochmal zur Untertunnelung liefern. Hallo Rudi Röder, schön, dass Sie hier sind. Okay, vielen Dank. Ein herzliches Dankeschön an Sie alle, die Sie bei diesem Sauwetter, wenn ich also sagen, dass Sie hierher den Weg gefunden haben und die ganze weite Strecke hin durchgehalten haben. Dafür eigentlich ein Applaus von unserer Seite. Warum stehen wir hier zum Abschluss der Laufdemo am Wattberg? Von hier aus
soll nun der erste Tunnel für Stuttgart 21 gegraben werden. Und das nach den Plänen der Bahn bereits im Herbst. Es soll aber auch in unmittelbarer Nähe der Wohnbebauung ein Bauwerk entstehen, das der Entrauchung des Hauptbahnhofs dienen soll. Ebenso sollen beide Tunnelröhren nach Feuerbach damit entraucht werden. Unter dieser Wohnsiedlung soll ein knapp 300 Meter langer Hilfstunnel entstehen. Die zwei Gleistunnel vom Hauptbahnhof nach Feuerbach, hier oben an der Stresemannstraße, sie sind ja dort abgebogen, sollen direkt damit angefahren werden. Der Helfsstollen dient für die Tunnelbauer, den Bauaushub abzufahren und die Baumaterialien an die Tunnelbaustelle zu verbringen. Dafür ist dieser Hilfstunnel erforderlich, den Sie, die Tunnelbauer, in Ihrer militanten Sprache Zwischeneingriff nennen. Später soll dieser Hilfstunnel auch der Rettungszufahrt dienen. Wegen der geringen Überdeckung bis zur Erdoberfläche oder besser gesagt sogar bis zu den Kellern der Häuser ist dies hier für die Anwohner eine schlimme Sache. Doch nun soll zudem hinter der Wendeplatte, gleich hier unten, ein Entrauchungsbauwerk entstehen. Ein Bauwerk, von dem es nur wenige Unterlagen gibt, die jedoch unvollständig, schlampig und widersprüchlich sind. Wie kommt es denn zu dieser Planung? Bereits vor 8 Jahren, also im Jahr 2005, wurde ein solches Bauwerk planfestgestellt, also genehmigt. Jedoch nicht an diesem Ort, sondern auf dem Grundstück, das im Jahr darauf an das Augustinum verkauft wurde. Dies war auch der Grund, weshalb die Stadt eine alternative Planung in Auftrag gab, mit dem Ziel, ich zitiere jetzt, die Verlegung an eine weniger sensible Stelle zu ermöglichen. Es gilt als besonderes Ärgernis, dass das Augustinum geplant und gebaut wurde, ohne diese alternative Planungsphase für den neuen Standort abzuwarten. Im letzten Jahr wurde dem UTA, also dem Umwelt- und Technikausschuss des Gemeinderats, die nun fertiggestellte schlampige Planung zum Beschluss vorgelegt. Nach dieser Vorlage soll das Entrauchungsbauwerk an den Wattberg, an die Mündung des Zwischeneingriffs hier unten, verlegt werden. Der Zwischeneingriff soll danach neben der Rettungszufahrt auch zur Entrauchung dienen, eine neue Funktion. Zu diesem Zweck soll die Röhre in 3 Etagen ausgeführt werden, oder sind es nur 2? Der Betrachter kann sich dies aus den Unterlagen aussuchen. Während die untere Etage der Rettung dienen soll, sind die oberen Etagen des Zwischeneingriffs nun für die Entrauchung und Belüftung vorgesehen. Sie sind mit dem Entrauchungsbauwerk direkt verbunden, einem Technikgebäude mit riesigen Ventilatoren. Die mittlere Ebene soll die Tunnelröhre mit dem Richtungsgleis nach Feuerbach entrauchen, während die obere Ebene dies für die Gleisröhre zum Tunnelbahnhof tun soll. In anderen Darstellungen, die dem UTA vorlagen, gibt es nur eine Zwischendecke. Keiner hat es gemerkt. Offensichtlich war der Zweck und die Funktion des Entrauchungsbauwerks bei der Erörterung kein Thema. Nach den Aussagen von Baubürgermeister Hahn vor dem UTA soll das Entrauchungsbauwerk lediglich in der Größe eines Einfamilienhauses entstehen. Ganze 3,10 Meter hoch. Das ist grundfalsch. Schaut man die Zeichnungen genauer an, erkennt man,
dass der Ventilatorenraum alleine eine Höhe von 6,5 Metern hat. Darunter liegen die Feuerwehrzufahrt mit ca. 3,6 Metern. Rechnet man die Decken etc. hinzu, kommt man summa summarum auf eine Gebäudehöhe von 11 Metern über dem Geländeniveau. Es ist dann lediglich das 3,6-fache von dem, was der Herr Baubürgermeister angegeben hatte. Beachtenswert sind auch die Ausmaße des Bauwerks mit einer Kantenlänge von 28 mal 22 Meter. Das ergibt eine Grundfläche von 620 Quadratmetern. Die Wohnhäuser in dieser Gegend haben dagegen eine Grundfläche von rund 150 bis 180 Meter, Quadratmeter. Zusammen mit der Bauhöhe ergibt sich ein umbauter Raum von über 6.800 Kubikmetern. Zum Vergleich, eine Schulsporthalle mit einem Spielfeld ist um rund 1.200 Kubikmeter kleiner. Zusätzlich zu diesem Bauvolumen kommt noch ein Kamin mit nicht benannter Höhe. Aus der Zeichnung gemessen wäre er aber noch einmal rund 10 Meter hoch. Die Gesamthöhe also 21 Meter. Allerdings müsste der Abzug, wenn es richtig gemacht würde, wegen der gefährlichen Rauchgase die Höhe des Killesbergs überragen, wenn die Gesundheit der Anwohner hier und in der Frühlingshalde nicht gefährdet werden soll. Unter Kamin versteht man üblicherweise etwas Schlankes. Der Grundriss lässt aber vermuten, dass die Kaminform einer Scheibe ähnelt, mit 14,6 Metern an der breiten und 3,9 Meter an der schmalen Seite. Das ergibt noch einmal ein Bauvolumen von rund 550 Kubikmeter. Da muss man zum Dach runter. Entsprechend einem kleinen Einfamilienhaus. Kein Wort davon im Umwelt- und Technikausschuss, dass durch die notwendigen Lüftungsquerschnitte mit den zusätzlichen Ebenen der Zwischenangriff höher wird, und zwar um rund 2,5 bis 3 Meter. Also rückt dieser näher an die Fundamente der unterfahrenen Häuser. Näher als bisher aus den Unterlagen zu entnehmen war. Man bekommt schon Zweifel, was solche Beschlüsse im Gemeinderat und in den Ausschüssen sollen, wenn derart unpräzise und schlampige Unterlagen zur Entscheidung vorgelegt und dann überhaupt akzeptiert werden. Und falsche Aussagen von Baubürgermeister Hahn unwidersprochen bleiben. Auf welcher Grundlage und mit welcher Verantwortung für die Zukunft der Stadt werden hier städtebauliche Entscheidungen getroffen? Mit keinem Wort wird darauf eingegangen, was die Umplanung überhaupt auslöst und ob sie dieser Aufgabe überhaupt gerecht werde. Die Gemeinderäte wurden mit unvollständigen Unterlagen und falschen Aussagen über den Tisch gezogen. So kam eine Abstimmung von allen Fraktionen zustande. Nun noch zur Funktion des geplanten Entrauchungsbauwerks. Im Umwelt- und Technikausschuss waren lediglich bautechnische Hinweise relevant. Über die funktionellen Auswirkungen der Verlegung konnte der Baubürgermeister naturgemäß keine Hinweise geben. Der Standort hier, nicht mehr in der Mitte des Feuerbacher Tunnels, sondern vom Hauptbahnhof doppelt so weit entfernt wie von Feuerbach, für das Entrauchungsbauwerk und die ihm zugedachte Funktion gravierende Nachteile. Um dies zu verdeutlichen, ein kurzer Ausflug in die Aufgabe dieser Einrichtung. Ein Zug brennt im Tief- oder Kellerbahnhof Stuttgart. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Brandes ist aus der Erfahrung der Vergangenheit nicht von der Hand zu weisen.
Die Lokführer sind deshalb angehalten, einen brennenden Zug nicht in den Tunneln anzuhalten, sondern durchzufahren bis zum Hauptbahnhof. Dann müssten die Entrauchungsbauwerke auf der Südseite und auf der Nordseite, also hier, des Tiefbahnhofs in Richtung zum Bahnhof blasen. Warum das? Einfach, damit die giftigen Rauchgase so schnell als möglich über die geöffneten Klubsaugen nach oben entweichen können. So die Theorie. Dass sich der Luftstrom vom Entrauchungsbauwerk über den Zwischenangriff in fünf Tunnelröhren verzweigt. Wobei die beiden, die zum Hauptbahnhof führen, den größten Luftwiderstand haben, kommt nur wenig Luft am Hauptbahnhof an. Den größten Luftwiderstand, Entschuldigung, oder es muss eine solche Gebläseleistung installiert werden, die diesen Nachteil kompensieren kann. Dann aber bläst ein wahrer Orkan zur Rettungszufahrt hinaus, der weniger als 300 Meter lang ist. Und zu den Tunnelröhren nach Feuerbach ebenso. Eine weitere Aufgabe der Entrauchung im Falle eines brennenden Zuges, der vom Zwischenangriff ausgehenden vier Tunnelröhren. Es sind zwei Tunnelröhren, die von hier aus nach Feuerbach gehen und zwei in Richtung Hauptbahnhof. Wenn hier ein Zug stecken bleibt, dann muss in diesem Fall das Entrauchungsbauwerk die Rauchgase aus den Tunnelröhren herausziehen. Je nach Brandort im Tunnel und Fahrtrichtung des Zuges gibt es unterschiedliche Szenarien mit unterschiedlichem Gefährdungspotenzial für die Fahrgäste. Auch hier besteht das Problem der fünf Tunnel, die von hier aus abgehen, mit ihren sehr unterschiedlichen Strömungswiderständen. Dabei gibt es schlimme, sehr schlimme und nicht zu verantwortende Fälle, die ich hier nicht weiter ausführen will. Das wäre ein abendfüllendes Thema. Wichtig wäre nur, dass die einzelnen Fälle von Gefährdungssituationen durch strömungstechnische Simulation von wirklich unabhängigen Gutachtern untersucht werden müssen. Davon ist jedoch bisher noch nichts zu erkennen. Trotzdem will die DB AG im Herbst mit dem Bau des Zwischeneingriffs beginnen. Sie wollen beginnen in einer Tunnelröhre, die dann für die Entrauchung entsprechend groß und teuer ausgeführt werden muss. Und das, obwohl das Eisenbahnbundesamt und die Feuerwehr das Entrauchungsbauwerk überhaupt noch nicht genehmigt hat. Denn es gilt immer noch die Planfeststellung von 2005, dass das Entrauchungsbauwerk am Augustinum installiert wird. Es sollen getreulich nach dem S21-Prinzip verfahren werden. Wir fangen einfach an zu bauen. Die Brandschutzzulassung wird schon kommen. Notfalls wie in vielen anderen Fällen mit windigen Sondergenehmigungen, wie auf den Filtern durch den Oberfachmann Minister Ramsauer persönlich. Der dabei nicht einmal auf seine eigenen Fachleute hörte. Hier muss ich sagen, ein krimineller Akt aus der Politik. Die Folge für eine entsprechende brandschutztechnische Zulassung sind teure Nachbesserungen auf Kosten der Steuerzahler oder auf Kosten der Fahrgäste. Sie sind vorprogrammiert, denn diese Kosten fallen ja erst an, wenn Stuttgart 21 gebaut ist, wenn die Zulassung verweigert wird. Je weiter so verfahren wird,
Umso größer wird das Erpressungspotenzial der Bahn gegenüber den Bürgern und unseren gewählten Vertretern. Und das ist der eigentliche Skandal. Zusammen mit dem Entrauchungsbauwerk stellt sich die große Frage, wie ist das Sicherheitsproblem auf der Südseite des Tiefbahnhofs geregelt? Und wie sollen die Tunnelröhren, die ja auch verzweigt sind, im Berg verzweigt sind und nach Unter- und Obertrückheim führen, sowie auf die Filter? Der Filtertunnel steigt an, während die Röhren nach Untertürkheim und Obertürkheim abfallen sind. Genau die gleiche Situation, wie wir sie hier haben. Der Tunnel nach Feuerbach steigt an, während der Tunnel, der davon abzweigt, nach Cannstatt abfällt. Auf der Südseite, wir haben da die gleichen Verhältnisse eigentlich, auf der Südseite soll das Entrauchungsbauwerk mit entsprechenden Gebläsemaschinen direkt am Südkopf des Tiefbahnhofs, an der Willy-Brandt-Straße, gebaut werden, während zwei Gebläseturbinen auf der Nordseite an der Heilbronner Straße entrauchen sollen für den Cannstatter Tunnel und am Wartberg nahe Feuerbach stehen sollen. Warum werden die beiden Entrauchungsbauwerke im Norden nicht durch ein einziges, zum Beispiel an der Jägerstraße geplant, wie auf der Südseite? Das ist die IHK. Genau, richtig, da sitzt die IHK. Dann käme die eingeblasene Luft im Brandfalle wenigstens zeitgleich mit der Luft von der Südseite am Tiefbahnhof an. Dann könnten die Gebläseturbinen durch Tunnelklappen wie im Süden die nicht betroffenen Gleisröhren rauchfrei halten und effektiver wirken. Dann könnten durch geschickte Luftführung an den Quer- oder Verbindungsstollen beide Verbindungstüren offen gehalten werden und nicht wie bei den vorgesehenen Schleusen wechselweise nur geöffnet werden. Stellen Sie sich vor, die Fliehenden stehen vor einer geschlossenen Tür, nur weil die Tür auf der anderen Seite nur dann aufgemacht werden kann. Das ist eine Situation, wo Massenpaniken dann letzten Endes vorprogrammiert sind. Es gibt in dieser Hinsicht viele, viele offene Fragen, aber nur eine schlüssige Antwort. Kein Entrauchungsbauwerk am Wartberg. Natürlich, übergeordnet, oben bleiben. Vom Netzwerk Kriegsberg-Killesberg-Wartberg fordern das Prinzip S21 darf nicht ohne jede Rücksicht auf Kosten der Bürger umgesetzt werden. Was hier passiert, ist eine Riesenschweinerei. Man muss kein ausgewiesener Stuttgart 21-Gegner sein, um zu erkennen, dass hier willkürlich Fakten geschaffen werden sollen, ohne zu wissen, wie es am Ende überhaupt ausgeht. Wir kennen solche Situationen in der Republik zuhauf. Das darf nicht weiter so vorangehen. Wir müssen die Politik hier stärker fordern, dass das, was hier passieren soll, wo hier Fakten geschaffen werden, dass das auf keinen Fall so zustande kommt. Vielen Dank. Vielen Dank, Rudi Röder.
Ja, und wo wir gerade schon einmal kurz beim Thema Brandschutz waren, ich habe gerade die Information bekommen, heute sind am Schlossplatz in Stuttgart die Feuerwehren, um dort Sicherheitskonzepte und sowas vorzustellen. Da könnte man vielleicht gleich auch nochmal vorbeigehen und ein paar kleine Stuttgart 21-Schilder in die Luft halten. Ich denke, diese Verbindung ist auch für die Öffentlichkeit ganz gut, für die Medien. Das sollte immer wieder gesagt werden, dass nicht nur die Finanzierung nicht stimmt, dass das Projekt insgesamt Mist ist, sondern dass, wenn es gebaut wird, dass dann auch viele Menschen in Gefahr kommen. So, jetzt sind wir eine halbe Stunde vor der eigentlichen Zeit fertig. Aus diesem Grund haben wir jetzt noch Zeit, kurz die Conny ans Mikrofon zu lassen. Conny Gewe, schön, dass du da bist. Hallo. Vielen Dank, Sascha. Schön, dass ich hier ganz kurz reden darf. Es ist spontan. Ich möchte mich bedanken bei der Feuerbacher Initiative für diese sehr informative Demo, bei den Versorgern, bei den Trommlern und insbesondere beim Laufdemo-Team. Ich weiß von der Initiative in Untertürkheim, dass man, wenn man in seinem Stadtteil eine Laufdemo organisiert, sich in wirklich guten Händen befindet, dass ihr das ganz toll im Griff habt, und ich hoffe, ihr lasst euch keinesfalls beirren von irgendwelchen Dingen, die da aufkommen, wie auch immer, sondern wir brauchen euch und wir möchten euch gerne behalten. Bitte macht weiter. Ja, vielen Dank, Conny. Wir werden selbstverständlich weitermachen. Es gibt schon Überlegungen für eine nächste Laufdemo, die wahrscheinlich in Degerloch stattfinden wird. Einen Termin dazu gibt es aber noch nicht. Wir machen selbstverständlich weiter. Gerade jetzt machen wir weiter. So, jetzt hat ja Conny Gilbe mir schon eigentlich mein Lieblingsteil so ein bisschen weggenommen, nämlich die Danksagungen. Ich möchte mich hier ganz herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr auch bei diesem Sauwetter uns gefolgt seid, dass ihr das hören wolltet, was wir zu sagen haben. Ich möchte mich bedanken bei allen Leuten, die im Vorfeld Flyer verteilt haben, die hier heute Spenden gesammelt haben, bei allen Spendengebern, bei den Camps 21, bei den Versorgern, bei der Lokomotive Stuttgart dafür, dass sie trotz des widrigen Wetters die ganze Zeit Musik gemacht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Wir möchten hier auch noch kurz erwähnen, dass wir die letzten Laufdemos allesamt dank eurer Spenden finanzieren konnten. Und wir möchten hier kurz erwähnen, dass sämtliche Spendeneinnahmen, die wir von euch bekommen für die Laufdemo, auch zu 100% wieder in die Laufdemo fließen. Da habt ihr unser Wort drauf. Das nächste, was wir uns anschaffen wollen, ist eine eigene Technikanlage dafür, dass wir auch in Zukunft absolut unabhängig bleiben, politisch unabhängig bleiben, damit wir weiter die brennenden Themen ansprechen können. Und ja, also ihr habt da wirklich unser Wort, das geht alles wieder hundertprozentig in die Laufdemo. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt, wir haben ja schon ein paar technische Fortschritte gemacht. Heute gab es nochmal bei der zweiten Zwischenkundgebung ein kurzes Gestolper, aber das kriegen wir alles hin. Also wir möchten uns herzlich bei euch bedanken. Ich sage jetzt noch kurz, wie ihr am besten zum öffentlichen Nahverkehr kommt. Und zwar, wenn ihr hier über den Gudrunweg geht, da entlang, dann kommt ihr auf die Löwentorbrücke. Von da aus gibt es dann Zugänge zum Nordbahnhof, zur S-Bahn-Haltestelle und auch zur Löwentorbrücke. Dort fahren die U6 und die U7. Jetzt gibt es hier noch eine ganz kurze aktuelle Info. Dafür nochmal kurz den Olli und danach machen wir dann Feierabend. Hallo Olli. Ja, also ich finde, es ist wichtig und es sollte nicht untergehen. Heimlich, still und leise ist die Firma AWR im bestehenden Restgebäude der alten Bahndirektion wieder zugange. Die Firma Kahle hat Container aufgestellt und es wird entkernt. Entkernen tue ich eigentlich nur, wenn ich was abreißen will. So viel zu diesem Thema. Vielen Dank, Olli, für diese Info. Das hätte ich jetzt persönlich zum Beispiel noch gar nicht gewusst. Vielen Dank dafür. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Jetzt kommt auch die Sonne langsam wieder raus. Wir machen hier Feierabend. Diese Veranstaltung ist hiermit offiziell beendet. Vielen Dank an euch und wir sehen uns zur nächsten Montagsdemo. Macht's gut. Ciao.